Landschaft zu einer Landkarte und man kann sich orientieren. Da ist ein See, da ist ein Fluss, da ist ein Dorf, da ist ein Berg, da ist ein Weg. Und so kann man sich akustisch hineinfühlen. Ein Wasserstoffatom ist diatonisch reingestimmt, auf über 4 Stellen genau, sehr präzise. Es hat reine Quinten, reine große Terzen, Naturseptimen. Und diese Schwingungsstruktur ist eine Bedingung, dass Wasserstoff existiert, dass er nicht zerfällt. Die Elektronen haben keine Wahlfreiheit. Die können nur im Rahmen ganz enger gesetzlichen Vorgaben von der Natur. Und diese Vorgaben, diese Struktur ist die Bedingung, dass etwas existieren kann. Und die Mehrheit des Wasserstoffes beispielsweise, Wasserstoff ist die Mehrheit des Universums, also mehr als die Hälfte aller Atome, die man im Universum kennt, sind Wasserstoff. Drum ist diese Schwingung die primäre Schwingung in diesem Universum. Im Zeitalter der Atomphysik, der Teilchenphysik, da kann man noch weitergehen. Einer der ersten, der da weiterging, das war Max Planck. Max Planck hat natürliche Einheiten und keine willkürlichen Einheiten gefordert und gefunden. Natürliche Einheiten werden durch reine Naturkonstanten wie die Lichtgeschwindigkeit oder die Gravitationskonstante bestimmt und haben keine Faktoren, sondern nur Exponenten, sind einfache Strukturformeln und sind allgemeingültig, während unsere Maße, die wir kennen, Kilogramm, Liter, Meter, Grad Celsius, das sind eigentlich willkürliche Maße, man hat sich einfach ausgedacht, man macht es so praktisch wie möglich und hat einen bestimmten Bezug zur Natur dahingesetzt. Natürliche Einheiten, vor allem das Planck'sche Wirkungsquantum, er nannte das ursprünglich ganz bescheiden Hilfskonstante, weil er ja noch nicht wusste, was dieser Zahlenwert bedeutet. Aber die Entdeckung von Max Planck und seinen Naturkonstanten haben die Physik revolutioniert. Dadurch waren eigentlich erst Kettenreaktionen, dadurch waren eigentlich die ganze Nanotechnologie und Ähnliches erst möglich geworden. Und das Interessante ist, dass das Analogon zum Planck'schen Wirkungsquantum, also zu der kleinsten Wirkung, die es im Universum gibt, dieser Ton entspricht auch fast genau dem CIS, dem Jahreston der Erde, dem Ohm. Es sind gerade mal 6 Cent weniger, das ist also ungefähr ein 20stel eines Halbtonschrittes. Hier im Detail die Berechnung aufzuführen, das würde viel zu weit führen, aber man findet alles im Internet. Die Planetentöne, die Töne von ein paar Molekülen und dem Wasserstoff, die findet man auf planetware.de, planetware.de. Das sind Stimmtabellen, das heißt, ein Musiker kann aufgrund dieser Tabellen seine Synthesizer, seine Tongeneratoren oder sein MIDI-Programm direkt mit den richtigen Werten bestücken, dass dann auch die gewünschten Töne herauskommen. Und wer sich mehr für die Teilchenphysik interessiert, also die Relativitätstheorie und die relativistische Physik, dem sei anempfohlen bei der Friedenswarte, www.friedenswarte.de. Die Friedenswarte, das ist ein alter Turm in Brandenburg. Und dort hat ein Philosophiestudent und Dr. Motte, früher bekannt durch die Love Parade, heute als DJ und Autonomer. Und die haben da ein Kunstobjekt gemacht, ein Kunstobjekt, Farben und Tönen.
nach den Prinzipien der kosmischen Oktave und seitdem heißt eben dieser Turm Friedenswarte. Und der hat das so praktisch als Magisterarbeit gemacht, die Vertonung vom Planck'schen Wirkungsquantum und hat dafür auch ein Diplom gekriegt. Also auch Professoren haben festgestellt, das ist kein esoterischer Schwachsinn, sondern reine Naturwissenschaft und philosophische Betrachtungen. Man findet das dann, die Links dazu, auf der ersten Seite. Ich sage gleich, das ist anstrengend zu lesen. Man muss vielleicht in der Wikipedia öfters nachgucken, was das eine oder andere heißt. Aber zum Begriff, was ist eigentlich eine Einheit und was ist dann von dieser Einheit eine Vielheit und wie kann man etwas definieren, dass es eben nicht willkürlich, sondern allgemeingültig oder im Einklang mit der Natur ist. Der Einklang mit der Natur war zum Beispiel auch den alten Chinesen sehr, sehr wichtig. Das heißt, wer in alten China ein Ministeramt oder ein Regierungsamt einnehmen wollte, als er sich auf die politische Laufbahn begab, der musste die Gesetze der Harmonielehre beherrschen und er musste in der Lage sein, die Qin zu stimmen. Denn man war der Überzeugung, dass jemand, der nicht zwischen Harmonie und Disharmonie unterscheiden kann, der ist auch nicht in der Lage festzustellen, ob irgendwelche gesetzliche Vorhaben sich auf die Gesellschaft harmonisch oder disharmonisch auswirken. Und ich finde, das ist eigentlich eine vernünftige Vorgabe. Und vor allem auch in der Harmonielehre, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt nur ein So oder So, und das So ist dann entweder genau oder woanders wird etwas Ungenaues in Kauf genommen. Das Stimmen ist etwas sehr Präzises. Wir können, wenn wir Saiten stimmen, die auf ein Zehntelherz genau gleich stimmen. Weil wenn alle 10 Sekunden eine Schwebung ist, das ist für unser Ohr durchaus wahrnehmbar. Wenn man also eine Stimmgabel hat und das in 2 Stellen nach dem Komma angegeben, dann kann man zumindest die erste Stelle nach dem Komma und einem Musikinstrument noch überprüfen, ob die stimmt. Unser Ohr arbeitet genauer als unser Auge. Mit dem Ohr, wenn wir eine 2-Meter-Saite haben und wir spielen da die Obertöne, dann ist es nicht schwierig, mit dem Finger an der schwingenden Saite ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, 3/6, 5/6, solche Punkte zu finden. Mit dem Auge verschätzt man sich da weit mehr. Drum ist Weltanhörung ein ganz eigener Zugang zur Welt. Vielleicht ungewohnt, weil wir aus unserer Tradition eben nicht gewohnt sind, genau hinzuhören. Die Botschaften für die täglichen Rituale, wenn wir hier Europa einfach 300-400 Jahre zurückkurbeln, dann hatten die Leute die Kirchenglocken, die Kirchenorgel und die wöchentliche Nachrichtensendung, das war der Pfarrer oder der Priester, der auf der Kanzel was erzählt hat. Und danach hat sich das Leben der meisten Leute gerichtet. Heute haben sich die Rituale etwas verdichtet, der Takt ist meistens stündlich, in großen Fernsehprogrammen gibt es dann auch Sondersendungen. Das sind die Nachrichten. Es ist nicht mehr vom lieben Gott die Rede und von Meditation und Musik, sondern von irgendwelchen Politikern, die erzählen, wir machen Politik nah, ganz nah am Menschen. Das ist Politik mit den Menschen machen. Aber das wird verkündet, stündlich, werden die Namen dieser Politiker reingehämmert wie Mantren. Und so machen die sich wichtig. Setzen sich im Mittelpunkt der Welt. Ohne uns geht nichts. Und G8 ist das größere Ritual, noch wichtiger als irgendwie
irgendwelche Passionsspiele. Aber dieses wichtig machen. Und dazwischen wird eine Musik gespielt, die ist konditioniert. Auf ganz bestimmte Frequenzen, ganz bestimmte Raster, grobes Raster, 12 aus einer Oktave, da kann man viel mehr rausholen. Das ist ein grob gerastertes Bild, das die Wahrnehmung prägt. Und wenn wir dieses Raster, in dem wir durch den Informationsfluss geprägt worden sind, durchbrechen will, dann ist man an so einem Festival wie hier das Spiritual Healing am richtigen Platz. Weil man wirklich die Möglichkeit hat, über Stunden eine frei gepitchte Musik zu hören, zu genießen, zu tanzen und seine Wahrnehmung etwas zu schulen. Nämlich den Körper zu trainieren auf 120 BPM, 130, 140, systematisch Signale umzusetzen und in diesem Bereich viele Unterschiede zu hören, die jemand, der vielleicht das erste Mal hier ist, noch gar nicht hört. Denn je öfters und je intensiver wir auf Frequenzfolgereaktionen eingetunt sind, umso höher ist die Unterscheidungsfähigkeit zwischen den Feinheiten. Nicht so wie ein guter Winzer und Kälterer ganz anders Weine unterscheiden kann nach Qualitäten, als ein Biertrinker, der mal einen Rotwein trinkt. Das heißt, der Genuss steigert sich mit der Unterscheidungsfähigkeit. Und wenn wir uns zusammen gruppendynamisch auf so etwas einlassen, dann hat das eine ganz besondere Wirkung. Empathie nennt man die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen. Und Empathie wird durch sogenannte Spiegelneuronen ausgelöst. Die meisten Untersuchungen zu Empathie in der Medizin gibt es übrigens von Mutter und Kind. Weil Mutter und Kind, das ist das stärkste Empathieverhältnis. Und ein Kind merkt, auch wenn es noch nicht reden kann, oft nur aufgrund eines Blickes, eines Gesichtsausdrucks, wie die Mutter drauf ist. Und umgekehrt. Das heißt, da ist eine besondere Intensität da, wie regen sich im anderen Menschen die Spiegelneuronen an. Und wenn wir auf einer Party, vielleicht unter Einfluss psychotroper Substanzen, aber auf jeden Fall unter Einfluss, kann man sagen, auch psychotrop wirkender, sequenzieller Musik, oder nennen wir es einfach Klangwirkstoff, ein Klang, der wirkt, ist ein Klangwirkstoff, durch so einen Klangwirkstoff gemeinsam eintunen und wenn mit ein paar hundert Leuten gemeinsam tanzt, dann schwingen auch alle Gehirne gemeinsam, sind also gleichsam im gleichen Moment auf Empfang oder auf Umstellen, auf Motorik eingestellt. Und dieses ermöglicht dann auch, dass man im gleichen Moment intensiver wahrnehmen kann, wer ist noch auf dem Dancefloor, wie geht's denen, wie tanzen die, in was für ein Space sind die. Das ist ein Wechselspiel zwischen den Tanzenden und den Musikern, den DJs. Der beste DJ ohne gutes Publikum bringt keine gute Party zustande. Und das beste Publikum mit einem DJ, der vielleicht breiter ist als das Publikum, der bringt auch keine gute Party zustande. Das heißt, für eine gute Party braucht es immer beides. Nämlich Publikum, das Lust auf Ekstase hat, das bereit ist, sich der Musik hinzugeben und das die Energie frei fließen lassen will. Und ein DJ, der in der Lage ist, als Zeremonienmeister die Schwingungen aus dem Publikum aufzufangen und praktisch wie ein Biofeedback zu verstärken. Man kann das natürlich auch noch elektronisch machen mit, sagen wir, EEG-Geräte, mit Funkgeräte und dann die Gehirnströme praktisch ans Mischpult schicken und da ist dann noch ein Tontechniker, der das dann als